Ja, dann kommen wir zum nächsten Vortrag. Und zwar zu einem Vortrag auch aus der QGIS-Welt. Kanalkataster mit QGIS. Und berichten wird uns Jörg Höttges. Er hat eine Professur an der FH Aachen und kommt aus der Wasserwirtschaft und aus der Bauinformatik. Hat also zwei etwas unterschiedliche Themen, die er behandelt. Genau. Und wir sind gespannt auf deinen Vortrag, Jörg. Ja, danke schön. Ja, ich erzähle was über meine, in Anführungsstrichen, Software KUKAN, wobei es nicht wirklich meine ist. Ist ja Open Source, das heißt, jeder kann sie sich downloaden und auch selber weiterentwickeln. Außerdem habe ich auch ein kleines Team, das da mitarbeitet. Also auch an der Stelle ist nicht alles meins. Da werde ich aber am Schluss nochmal drauf eingehen. Ja, ich sehe mich hier in der QGIS-Welt. Ich bin jetzt genügend Leuten begegnet, die wirklich QGIS selber programmieren, also so richtig in den Tiefen, C++ und so weiter. Ich sehe mich da eine Ebene ja, drunter oder drüber, je nachdem, wie man das sieht. Also ich kann nur Python und bin eben auf QGIS angewiesen. Ich glaube aber, dass das eine beidseitige Abhängigkeit ist, denn ich bin einer derjenigen, die dazu beitragen, hoffentlich, dass QGIS noch weiter verbreitet wird. Ich glaube, QGIS hat das Problem nicht wirklich, wird sowieso genug verbreitet, aber ein kleines bisschen tue ich noch dazu, hoffe ich mal. Ich blende als allererstes mal meine Unterstützer ein. Das sind zunächst mal alles Ingenieurbüros, die Geld da reingesteckt haben. Ein wesentlicher Geldgeber ist aber auch das Land Nordrhein-Westfalen, das über Förderprogramme da Geld dazugetan hat. Also die Ingenieurbüros bekommen einen wesentlichen Teil des Geldes wieder erstattet. Dieses Förderprogramm war für mich ausgesprochen praktisch. Ich hoffe, dass irgendjemand hier aus der Organisation das hört. Mein dickes Dankeschön an das Land Nordrhein-Westfalen. Aber inzwischen kommen auch Verbände und Kommunen dazu als Unterstützer, die eben sagen, wir verwalten öffentliches Geld und wenn in Software investiert wird, dann soll das allen zugutekommen. Also ERF-Verband ist jetzt dabei und wir sind jetzt gerade mit Kommunen im Gespräch. Ich möchte eine Software vorstellen aus der Entwässerung und ich bin mir dessen bewusst, dass wahrscheinlich ein größerer Teil des Auditoriums hier nicht gerade mit Kanalnetzplanung unbedingt zu tun hat oder mit Kanalinspektion. Deshalb werde ich meinen Schwerpunkt auf Themen legen, die in dieser Software Platz gefunden haben, die aber auch in anderen Themenbereichen auf jeden Fall Sinn machen. Trotzdem zuerst mal den Einstieg über uns da, befindet sich die Doku auf KUKAN.eu. KUKAN.de war leider schon belegt und ich konnte keinen Kontakt zu dem Inhaber dieser Internetadresse aufnehmen, sonst hätten wir den vielleicht überredet bekommen. Also erstmal, was ist KUKAN? Dann kommen die drei Hauptthemen, eine tolle Clipboard-Funktion, dann wie gehe ich mit Referenztabellen um, dann eine Funktionalität, die in QGIS ja sowieso drin ist, nämlich Zeitsteuerung, aber ich zeige eben ein sehr schönes Beispiel, wie man die sehr effizient nutzen kann und am Schluss auch die Frage, wie geht's weiter. Ja, KUKAN ist eine Software zur Verwaltung von Kanalnetzdaten. Ich habe 9 Jahre lang in dem Bereich im Ingenieurbüro gearbeitet, kannte deshalb das Thema, habe damals auch schon mit GIS gearbeitet, so ein bisschen auch gebastelt. Tatsächlich enthält KUKAN eine Reihe von Ideen, die eigentlich schon 20 Jahre alt sind. Und ich habe dann vor 7 Jahren, als ich mit der Entwicklung angefangen habe, festgestellt, dass ein großer Teil des Bedarfs immer noch existierte. Das hat mich ein bisschen verwundert, hat aber voll funktioniert. Tatsächlich haben also die Ingenieurbüros, die ich eben aufgelistet habe, alle gesagt, jo, das können wir alles gut brauchen, wenn das endlich mal in einer Software alles zusammengefasst ist und nicht alles so Einzeltools sind. Nur ganz kurz, KUKAN basiert auf einer Spatialite-Datenbank und ansonsten ist es eben eine Kombination aus QGIS-Plugins und für den Nutzer von KUKAN eben auch ganz viel Funktionalität von QGIS. Und das ist ein bisschen auch der Unterschied zu der Software, die sonst in der Wasserwirtschaft so existiert. Wenn da Datenbanken sind, kommt der Benutzer an die Datenbank normalerweise nicht dran. In QGIS ist es ja toll, dass da sehr, sehr viel Funktionalität ist, ne? Dass man einfach die Tabellen öffnet, über den Ausdruckseditor Spalten bearbeiten kann, selektieren und so weiter und so weiter. Und ich habe KUKAN auch so angelegt, dass die Layer-Struktur auch beliebig erweiterbar ist. KUKAN kann also seine Struktur aufräumen und alle Layer, die noch zusätzlich dazugefügt sind, bleiben erhalten.
und werden da also anstandslos mit integriert in die ganze Oberfläche. Ja, ansonsten ist Qkan nicht nur eine Planungs- und Verwaltungssoftware, sondern auch eine Ergebnispräsentationssoftware, denn Kanalnetzplanung bedeutet auch hydraulische Simulation, ist auch ein Thema, was ich an der FH Aachen lehre. Und man kann ein ganzes Qkan-Projekt einfach weitergeben. Also ein Ingenieurbüro macht Planungen, macht Berechnungen, hat dann solche Ergebnisse da und gibt dann einfach die gesamte Datenbank an eine Kommune weiter und die kann dann das Qkan-Plugin mal eben in QGIS installieren. QGIS ist meistens in den Kommunen sowieso schon da, wie ich inzwischen zu meiner Freude feststellen kann, und können sich das dann ganz genauso angucken, also selber die Ergebnisse. Das ist bisher nämlich relativ umständlich nur möglich. Das noch so eine Ergebnisdarstellung, Überflutungshäufigkeit, die Schächte in den Straßen hier einfach farbig dargestellt. Das ist eine klassische wasserwirtschaftliche Darstellung. Das ist noch ein spezielles Thema, die eine Vorbereitung, bei der die befestigten Flächen, hier die Gebäude und Straßen, mit den Kanälen verbunden werden müssen, um die Wassermengen von den Dächern und von den Straßen halt in die Kanäle zu leiten. Das sind alles so Vorbereitungsschritte, voll automatisiert diese Verbindung. Das war früher eine Menge Handarbeit. Ja, erste Thema, Datenaustausch. Datenaustausch, Qkan versteht sich auch als Datendrehscheibe, also Import-Export aus allen möglichen Datenquellen. Simulationsprogramme sind für mich als Planer früher sehr wichtig gewesen, auch jetzt noch im Rahmen der Vorlesung. Das sind hier so die klassischen Simulationsprogramme, die in Deutschland angesetzt werden. Sind nicht alle, da fehlen noch ein oder zwei. Dann gibt es in der Wasserwirtschaft zwei ganz wichtige Datenaustauschformate, die Qkan auch beherrscht seit einiger Zeit. Dann gibt es ein sehr spezielles Thema, das irgendwie vor anderthalb Jahren bei mir erst aufgeploppt ist. Es gibt ein Kanalkataster, das gerade stirbt. Der Stern hat damit nichts zu tun. Das ist mehr deswegen, weil ich für Strakat nur einen Import geschrieben habe. Ein Export macht keinen Sinn, wenn das Programm sowieso bald verschwindet. Das war aber ein Thema, was auf einmal plötzlich sehr, sehr interessant wurde. Ja, und dann der Datenaustausch per Copy and Paste. Ich erinnere mich daran, dass früher, als ich selber Kanalnetzplanung im Ingenieurbüro gemacht habe, es durchaus Kommunen gab, die gesagt haben, ja, Sie können unsere Kanalnetzdaten haben, aber wir haben die in der Excel-Tabelle oder sogar in ASCII-Daten oder Access-Datenbank. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich brauche mir jetzt gar nicht die Mühe zu machen, da extra einen Importer für Access oder Excel oder sonst irgendwas zu schreiben. Es gibt ja eine viel bessere Methode, nämlich Copy and Paste. Ne, Excel-Tabelle auswählen, Copy, rüber nach Qkan. Jetzt ist das in QGIS natürlich nicht ganz so einfach, denn die Spalten müssen stimmen, die Spaltennamen müssen stimmen, die Reihenfolge muss stimmen, da darf keine Spalte fehlen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das ist natürlich ein sehr guter Ansatz, da einfach zu sagen, das breche ich auf und mache einen intelligenten Austausch via Clipboard. Das sind jetzt hier so zwei Beispieltabellen. Ich weise gleich noch auf eine Besonderheit hin, komme ich aber gleich erst darauf zu sprechen. Ich habe gesagt, ich habe folgenden Anspruch beim Nutzen des Clipboards. Die Spaltenreihenfolge muss beliebig sein. Das ist ja kein großes Problem. Access kann das auch, ne, dass der eben die Spaltennamen einfach automatisch in der richtigen Reihenfolge zuordnet, halt anhand der Spaltennamen erkennt. Aber fehlende und überflüssige Spalten müssen ignoriert werden. Abgesehen natürlich von den obligatorischen Spalten. Ne? Haltungsname muss natürlich da sein, um das Objekt eindeutig zu identifizieren. Spaltennamen, jetzt kommt's, wird anhand von Mustern erkannt. Denn Qkan hat natürlich nicht diese Spaltennamen oder diese. Ich habe hier einfach zwei verschiedene Datenquellen mal als Beispiel gebracht. Aber was natürlich recht gut funktioniert ist, die X- und die Y-Koordinate hat im Namen fast immer ein X oder Y drin. Und dann habe ich eine Mustererkennung gemacht, ein Pattern Matching aus Python, also nicht richtig Regular Expression, das war mir zu aufwendig, weil das auch der Benutzer konfigurieren können soll und nicht nur IT-Leute. Habe deshalb einfach nur Patterns gemacht mit Sternen als Wildcard, sonst nichts, zeige ich auch gleich als Beispiel. Und damit werden diese beiden Tabellen direkt interpretiert. Ja, ich habe heute Morgen beim Testen gesehen, wenn die Spalte WKT-Geom, die ja auch schon mal vorkommt, wenn die leer ist, dann muss ich WKT-Geom löschen als Spalte. Ja. Kleinigkeit. Aber das kann ich ausprobieren. Also das funktioniert so, ich unterlege einfach die ganzen Datensätze inklusive der Titelzeile, Copy, dann wechsle ich rüber nach Qkan, muss den entsprechenden Layer natürlich selektieren, aber einfach auswählen. Dann kann ich testen mit einer Schaltfläche, das sind hier die beiden Schaltflächen, die da relevant sind. Die Fragezeichen-Schaltfläche ist erstmal der Test.
Da sagt er mir nämlich, welche Spalten er erkannt hat und zugeordnet hat. Gut, das sieht jetzt ein bisschen hässlich aus, aber ich glaube, dass er trotzdem ganz effizient ist. Und wenn mir das gefällt, dann betätige ich die andere Schaltfläche. Ich muss das auch gar nicht machen. Wenn ich weiß, das funktioniert, dann drücke ich direkt Paste und also hier diese Schaltfläche. Das Einzige, wo man dann denken muss, ist, dass der Layer nicht bearbeitbar sein darf. Ne? Denn die Daten werden hier direkt in die Spatialite-Datenbank eingefügt und deshalb darf ich dann nicht die beiden konfligierenden Wege beide aktiv haben. Und dann sieht das so aus. Also die Tabelle, die ich da eben gezeigt habe, habe ich dann hier mit der Paste-Schaltfläche einfach so eingefügt. Und dann habe ich noch die zweite Tabelle, nämlich ich klicke nochmal eben gerade zurück. Man sieht das, hier sind also zwei Tabellen drin, nämlich Schächte und Haltung, ne? Also die Punkte und dann hier die Linienobjekte. Hier war das bei der ASCII-Datei genauso, da hatte ich zwei. Ja, dann war der erste Schritt das Einfügen der Schächte und dann kam die Haltung dazu. Ja, naja, und dann legt man noch die Karte dahinter und dann sieht das für einen Ingenieur der Wasserwirtschaft dann auch schon nach einem echten Kanalkataster aus. Ja. Das ist jetzt mal das Beispiel der Liste für die Mustererkennung. Ne? Man sieht hier für XSCH, das ist der Originalname aus Kukan, ne? Gibt es also diese ganzen Patterns, die da erkannt werden. Längs Koordinate, ne? Wir haben ja auch Längs- und Hochwert, gibt es also noch in alten Datenbeständen. Ne? Hier sieht man die verschiedenen, ja hier create, Erstellung, Änderung, ne? Das ist also alles da drin. Ja, Besonderheit WKT-Geom, wenn ich Daten aus einer anderen QGIS-Anwendung herüber kopiere und die Geo-Objekte direkt übernehmen möchte, dann dafür ist dann diese Spalte da. Da ist dann einfach WKT-Text hinter, der dann auch direkt übertragen wird. Ja, das war das erste Thema. Das zweite Thema ist nur ein ganz kleines, das hat auch nur zwei Folien. Das ist einfach die Frage, wie gehe ich mit Referenztabellen um? Also ich switche jetzt auf eine andere Baustelle. Alles Themen, die vor allem für den Praktiker, für den Anwender gedacht sind und wo ich dachte, dass die Ideen vielleicht auch hier präsentabel und interessant für andere wären. Wie gehe ich mit Referenztabellen um? Ich habe so ein bisschen da zwei Herzen in meiner Brust gehabt, nämlich einmal der richtige Datenbankanwender, ne, der natürlich mit referenzieller Integrität arbeitet und Referenztabellen dann immer verknüpft mit dem Primärschlüssel und so weiter. Aber wir wissen ja alle, wie QGIS an der Stelle, arbeitet. Man darf durchaus bei Wertbeziehungen ja sowohl als Schlüsselspalte als auch als Wertespalte dieselbe Spalte angeben. Und das tue ich in Kukan konsequent. Ich verwende also keine Indextabellen, ne, verknüpfe die Tabellen nicht über die Primärschlüssel. Das hat natürlich auch einen praktischen Grund. Die Kanalkataster-Datenmengen sind nicht so exorbitant, dass dieses nicht ganz datenbankmäßige Umgehen da irgendwelche Zeitnachteile produzieren würde. Das läuft immer noch schnell genug. Ne? Also 32.000 Datensätze, ne, oder 100.000 oder 200.000, das ist nicht wirklich eine Verzögerung. Von daher ist es also machbar. Und es hat den großen Vorteil für den Praktiker, der zum Beispiel in so einer Tabelle arbeiten will. Nein, Quatsch, nicht in der, sondern in der. Ja, hier ist also die entsprechende Referenztabelle, Profilbezeichnungen. Ja, und dann hat er hier auch die Profilbezeichnung. Das Problem in QGIS ist, dass wenn ich diese Spalte hier bearbeiten will, selbst wenn hier jetzt Wertebeziehungen hinterlegt werden, also eine Nummer und dann angezeigt wird der Kreis, wenn ich diesen Wert ändern will, muss ich im Ausdruckseditor den Wert nehmen, der wirklich in dem Feld eingetragen ist. Das heißt, ich müsste dann, wenn ich einen Bezug mit Indizes herstellen würde, die Nummer des Index da eintragen. Und das fand ich einfach unpraktisch und deshalb habe ich das einer der wesentlichen Gründe für diese Vorgehensweise gesagt. Ich halte in diesen Spalten hier, die eigentlich mit Referenztabellen verbunden sind, den Originaltextwert ein. Ja, also nicht den Schlüsselwert und so weiter. Das macht das Bearbeiten dieser Tabellen eben sehr, sehr einfach. Das sind ja die Originaltabellen, wie sie in der Spatialite-Datenbank drin sind. Ich weiß auch, dass man das mit Triggern natürlich auch anders machen kann, aber das hat, wie gesagt, den Nachteil, den ich hier eben erwähnt habe. An einer Stelle komme ich um Indizes nicht drum herum. Das ist nämlich der Export zu Simulationsprogrammen. Simulationsprogramme verwenden regelmäßig irgendwelche Nummern. Hier zum Beispiel der Klassiker Höchstem Extran. Das ist das Programm, was ich auch in der Lehre den Studenten vermittle. Und deshalb ist in der Referenztabelle auch noch, sind auch noch Spalten zusätzlich drin mit den entsprechenden Indexnummern zu den Programmen, mit denen der Datenaustausch da vorgenommen werden soll. So, das war jetzt das zweite Thema. Jetzt kommt das dritte Thema.
Und das ist ein Thema, das hat tatsächlich erst vor anderthalb Jahren mich überhaupt beschäftigt. Ganz plötzlich ist es aufgeploppt. Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass es da dieses Kadal-Kataster gibt, was jetzt leider stirbt, weil der Entwickler vor 3 Jahren gestorben ist. Und in dem Zusammenhang bin ich dann auf das Thema Kanal Zustandsbewertung und Untersuchung gekommen. Für diejenigen, die sich in der Kanalnetzplanung nicht so richtig auskennen, habe ich ein paar Bilder einfach hier von der Homepage der Firma Kanalprofi, mit denen ich jetzt auch Kontakt habe, von der Homepage übernommen. Kanaluntersuchung läuft also so, man muss wissen, Kanalnetze sind der zweitteuerste Eigentumsposten aller Kommunen. Das teuerste sind die Immobilien, das zweitteuerste sind die Kanäle. Die Immobilien sieht man, weil sie über der Erde stehen, und die Kanäle sind unter der Erde und davon sieht man nichts. Und ein erheblicher Teil unserer Steuern geht tatsächlich da rein. Nicht nur in den Bau, vor allem natürlich auch in die Unterhaltung. Also das heißt Sanierung, irgendwann Austausch, wenn die Dinger alt sind und so weiter. Um sich einen sehr guten Überblick zu verschaffen über die Qualität, den Zustand der Kanäle, gibt es eben diese Kamerawagen. Ja, die sieht man schon mal in der Stadt rumfahren, sieht so ein bisschen unauffällig aus, nur so ein weißer Lieferwagen. Wenn man den aufmacht, ist da jede Menge Equipment drin. Und was die in Wirklichkeit machen, ist so eine Kamera in den Kanal schicken. Und an so einem Kabel wird er dann runtergelassen in den Schacht und dann fährt das Ding da rum. Und der Inspekteur, der schaut sich das dann auf dem Bildschirm an und hackt dann immer so Codes ein, mit denen der Zustand bewertet wird, mit so einem Kürzel. Und das wird jetzt in KUKAN neuerdings auch dargestellt. Das ist aber nicht das, was ich hier als wesentlichen Punkt zeigen möchte. Das ist also das Kanalnetz. Jetzt schalte ich eins weiter. Und jetzt sieht man die Zustandsbewertung. Also das sind jetzt die Haltung, die Linien hier farbig nach Zustand nämlich eingefärbt. Und man sieht es nur ganz unauffällig, da so kleine Beschriftungen, die sind also in rauen Mengen vorhanden. Alle Bemerkungen, die der TV-Befahrer in die Software eingetippt hat, sind hier also aufgelistet. Also ganz kleine Beschriftungen. Was ich hier allerdings zeigen möchte, ist, das große Problem bei diesen Befahrungen ist, es gibt an derselben Stelle alle paar Jahre eine erneute Befahrung. Und der Kanalnetzplaner hat jetzt das Problem, dass er das schnell und übersichtlich im System sehen möchte, aber an dem einen Kanal sind, was weiß ich, in den letzten 5 Jahren 2-mal befahren worden und an einem anderen Kanal vielleicht das letzte Mal vor 10 Jahren, weil der neu gebaut wurde und danach natürlich nicht neu untersucht wurde. Das heißt, es ist sehr spannend, irgendwie in den Griff zu bekommen, wie kriege ich jetzt nicht alle Zustandsbewertungen dargestellt, sondern nur ausgewählte. Das ist jetzt hier erstmal der gesamte Datensatz, alle Zustandsbewertungen, das heißt an denselben Kanälen 3, 4, 5 Mal in einigen Fällen. Und das ist jetzt gesplittet nach Jahren, einfach mit einem Filter. Ja, also hier 2017. Da kann man übrigens sehr gut sehen, wie fleißig die Stadt war, wie viel Geld die da reingesteckt hat, um also die TV-Befahrung zu machen. Das ist sogar ganz interessant für Berichte, denn da kann die Kommune gegenüber der Bezirksregierung dann sagen, ja, wir waren fleißig, wir haben also toll untersucht und so weiter. Was also ganz interessant ist mit dieser Zeitsteuerung, ist, dass man sich das dann einfach live angucken kann. Ich habe jetzt hier eingestellt, dass die Zeitsteuerung in Intervallen von einem Jahr springt. Ja, und dann kann ich jetzt hier mal eben gucken, ja, hier Jahr 2019, ja, und dann gehe ich mal ein paar Jahre zurück hier, da, was ist 2006 untersucht worden? Man sieht, da sind auch schon vor 15 Jahren Untersuchungen gelaufen, ja, und so kann ich das weiter gucken. Das ist eigentlich nicht das Einzige, aber das fand ich schon cool mit dieser Zeitsteuerung. Ich hatte ein anderes Problem, das ist nämlich, dass den Planer, der jetzt basierend auf diesen Zuständen dann Planung machen will, der sich auch nochmal angucken möchte, was an Zuständen erfasst wurde und was vielleicht in der davor liegenden Untersuchung gemacht worden ist, den interessiert der Zeitraum nicht, sondern interessiert einfach nur, was ist die neueste, was ist die zweitneueste und was ist die davorliegende Untersuchung. Und dazu musste ich extra eine Datenbankabfrage machen, die dann eine Nummerierung vornimmt. Und die kann man dann hier sehen. Das ist jetzt die aktuelle Inspektion, also von jedem Kanal, wenn überhaupt untersucht, die letzte Inspektion. Das ist die vorletzte, die drittletzte. Und das wird dann immer weniger, ja, weil manche Haltungen halt nicht ganz so oft untersucht worden sind. Also das heißt nicht nach Zeit gefiltert, sondern einfach nur nach Reihenfolge, ja, für jeden Kanal individuell. So, jetzt möchte ich auch gleich zum Schluss kommen. Ich habe da nette Erinnerungen bekommen. Und ja, noch schnell erwähnen,
ich bin ja kein echter IT-Mensch. Ich bin angelernter IT-Mensch. Ich habe das nie studiert, aber mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Python gelernt, Datenbanken gelernt und diverse andere Sachen. Man muss eine Menge lernen. Darf ich vielleicht mal für denjenigen, der sowas auch mal vorhat, hier mal warnend erzählen. Programmieren ist nicht das Einzige. Das sind alles Themen, mit denen man sich auch beschäftigen muss. Angefangen von Dokumentation, das ist immer das Lieblingsthema der Programmierer. Ne? Über Softwareverteilung, da ist natürlich das Plugin-Repository von QGIS hervorragend, Menügestaltung, Formulare, Tabellen, ne, die sollen vernünftige Überschriften haben, die Originalbegriffe will man da nicht sehen. Bis hin zu den softwarebasierten Themen. Wir mussten eine Prozedur machen, mit der vor der Auslieferung der nächsten Version automatisch das Programm komplett durchgecheckt wird, weil es rutschen einem immer wieder Fehler, Folgefehler ein. Wenn man an einer Stelle ändert, hat das Konsequenzen an anderer Stelle. Das habe ich mir übrigens dann von einem Profi programmieren lassen. Sowas muss ich ganz ehrlich zugeben, kann ich nicht selber oder hätte ich nur mit sehr hohem Zeitaufwand gekonnt. Versionsverwaltung, ganz wichtiges Thema. Es war auch eine heiße Kiste. Die Datenbank war in der Version von vor 2 Jahren natürlich anders. Die hat sich geändert. Und dann hat mir auch da wieder ein Profi da unter die Arme gegriffen und hat ein Migration-Tool geschrieben, was den Einsprungspunkt anhand der Versionsnummer feststellt. Und dann alle Migrationsschritte seit dem Zeitpunkt der Reihe nach ausführt, sodass jedes alte Projekt dann auf den aktuellen Stand gebracht wird, denn die Software ist natürlich in der aktuellen Version vorhanden. Ja, dann noch verschiedene andere Themen. Fehlerbehandlung ist im Moment noch nicht optimal. Es gibt ja Fehlermeldungen zur Info, es gibt Warnungen, es gibt Benutzerfehler. Du blöd mal, was hast du denn da gemacht? Das ist natürlich eine andere Meldung, als wenn der Programmierer leider Mist gemacht hat. Verwaltung der Konfiguration und so weiter. Und als letztes noch den Appell, gerade nicht so aufgeschnallt bist, langfristige Entwicklung. Ich gehe irgendwann mal in Pension, aber schauen Sie mal auf meine Bemerkung rechts, also mein QCAN-Projekt. Im Moment bin ich ja noch ausgelastet durch meine Vorlesungen und so weiter und so weiter. Das wird in 2,5 Jahren dann vorbei sein. Dann kann ich mich noch mehr mit QCAN beschäftigen. Ich muss zugeben, ich werde das nicht so 100% tun, aber zu einem größeren Anteil als jetzt. Und ich suche tatsächlich Partner. Denn in 15 Jahren werde ich irgendwann dann allmählich doch das Interesse verlieren, aus welchen Gründen auch immer. Und ich träume davon, dass das Projekt weiterlebt. Ja, vielen Dank. Und jetzt bin ich für Fragen. Ja, vielen Dank, Jörg, auch von meiner Seite. Sind eine ganze Menge Fragen aufgelaufen. Und zwar starten wir mal mit dem Datenbankthema. Du hattest gesagt, SQLite kommt zum Einsatz. Die Frage war natürlich, warum nicht PostgreSQL mit PostGIS zum Beispiel? Oder geht das auch parallel oder alternativ? Ich habe es einfach noch nicht geschafft. Also tatsächlich habe ich auf meinem Rechner permanent eine PostGIS-Datenbank laufen und ich habe das seit 3 Jahren auf der Agenda. Ich habe tatsächlich auch schon mal die Datenstruktur rübergespielt. Das geht mit GDAL ja sehr einfach und habe es einfach noch nicht angebunden. Die einzige Baustelle, die existiert, ist die Abfragen anzupassen. Die Anpassung ist nicht allzu groß, denn die beiden Datenbanken sind, was SQL angeht, ja doch, naja, also aufwärtskompatibel, so würde ich es mal nennen. Die sind recht ähnlich. PostGIS kann natürlich wesentlich mehr. Ja, aber kommt. Dann haben wir die Frage. Kann man noch ein Argument. Im Moment kann man ja das Projekt einfach weitergeben. Ist immer ein Argument, ja. Ne? Ja. Da kommt auch schon die nächste Frage in die Richtung. Kann man die Ergebnisse auch als Geopackage oder jetzt auch wieder dieses Shapeboard kommt jetzt natürlich wieder, Shapefile exportieren? Geht das? Geopackage habe ich vor ein paar Tagen von Hand gestrickt. Der Unterschied zwischen Spatialite und Geopackage ist ja, dass Spatialite mehrere Geospalten beherrscht. Und tatsächlich gibt es 2 Algorithmen, die von dieser Tatsache profitieren, dass halt Daten von einer Geospalte, die erstmal der Vorbereitung dient, dann in eine andere Spalte rübergespielt werden, ohne dass ich jetzt mehrere Tabellen joinen muss. Das wollte ich einfach nicht. Tatsache ist, ich habe vor ein paar Tagen diese QCAN-Datenbank für QField konvertiert. Und dazu musste ich diese mehrfachen Geospalten löschen. Das waren dann aber alles so temporäre Spalten, die wie gesagt für Bearbeitung da sind. Und das hat funktioniert. Also ich habe das Projekt, ist hier auf dem Tablet drauf. Ja, geht. So, jetzt kommt noch eine ganze Menge Fachfragen. Kann man selbst neue Profiltypen, EI-Profile, Sonderprofile für Haltungen eingeben? Ja. Kann man. Ich arbeite wohl auch an der Stelle noch. Das Thema Profile
werde ich es in Kürze nochmal grundsätzlich überarbeiten, sodass das dann noch effizienter geht. Aber das ist definitiv klar. Ne? Jetzt kommt eine ganz interessante Frage. Wie schwer ist es für eine Kommune, die eine proprietäre Software fährt, in oder nach KUKAN umzusteigen? Ist das ein großer Aufwand, überschaubar? Ich glaube, das Schwierigste ist, die Daten aus der proprietären Software rauszubekommen. Also rein. Wie immer. gibt es eine logische Prüfung? Sind für alle Haltungen der Anfangs- und Endschacht vorhanden? Gibt es Multigeometrien und leere Geometrien? Fragt ein weiterer. Ja, Multigeometrien sind, also die Haltung zum Beispiel können also beliebig gebogene Haltung sein. Die Schächte haben tatsächlich sogar zwei Objekte, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das optimal ist. Es gibt also zwei Spalten auch wieder dort und die eine Spalte lässt es zu, ein beliebiges Multipolygon anzulegen, um also zum Beispiel so ein Sonderbauwerk, ne, so ein Schacht, der irgendwie unterirdisch ausgebaut ist, dann mit dem Umriss tatsächlich da abzulegen. Insofern ja. Jetzt habe ich noch eine Frage und dann fragen wir noch kurz hier in die Runde. Können aus Kanalnetzmodellen beliebige Ergebnisse importiert werden, die können ja auch mehrere Gigabyte groß werden. Das ist eine Frage von Spatialite. Also ich habe tatsächlich als größtes Projekt schon mal 10 Gigabyte gehabt. Da war Spatialite völlig schmerzfrei. Okay. Und dann noch eine Frage an die Runde hier. Habt ihr noch Fragen? Ja, hallo. Vielen Dank für den Vortrag. Mich würde interessieren, wie haben Sie die Datenerfassung durchgeführt? Haben Sie spezielle Plugins verwendet in QGIS? Also im Vergleich zu anderen GIS-Systemen ist in QGIS die Erfassung doch relativ schwer durchzuführen oder zeitintensiv. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, wie gehen Sie um mit Planungsvarianten? Also wenn der Kanal mal links oder rechts rum gebaut werden soll und dann die eine Variante zum Zug kommt? Eine gute Frage. Das erste mit dem Digitalisieren, ich habe tatsächlich an der Stelle ein paar Trigger eingebaut. Also zum Beispiel, wenn ich einen Schacht setze und dann eine Haltung daran anschließe, übernimmt er die Daten, also die Koordinate zum Beispiel, er fängt dann exakt auf den Schacht und übernimmt Schachtnamen als Schacht oben und so weiter. Sohlhöhe übernimmt er nicht, weil das beim Export geregelt wird. Das ist aber bewusst so, ne, praktisch. Also das heißt, ich habe noch ein bisschen Unterstützung mit eingebaut beim Digitalisieren. Tatsache ist aber, dass so gut wie alle Kanalnetze digital vorhanden sind. Das heißt, der Schwerpunkt lag tatsächlich darauf, Daten zu im- und exportieren. Aber ich habe, das ist ja manchmal das Praktische an der Hochschule, hat man dann auch Absolventen, die dann in einem Ingenieurbüro so ein kleines Planungsprojekt machen. Ich habe vor drei Tagen noch eine Videokonferenz mit solch einem Studenten gehabt, der mit KUKAN angefangen hat und genau solche Fragen gestellt hat. Was mache ich denn jetzt, ne? Wie kriege ich das am leichtesten hin? Da schwächelt meine Doku noch ein bisschen, ne, um diese getriggerten Funktionen dann auch zu erläutern. Ja, aber ist möglich. Und Planungsvarianten noch nicht. Man kann aber natürlich in QGIS ja sehr einfach da so ein bisschen händisch arbeiten. Das heißt, sie kopieren dann die Varianten rüber von einer Version in die andere, ne, wirklich durch Auswählen. Ich bin sogar noch nicht mal ganz sicher, ob das nicht sogar die bessere Methode ist. Ne, dieses fertig gesteuerte Planungsvarianten, ne, ein- und ausschalten und so weiter, das produziert auch manchmal Verständnisprobleme. Manchmal ist das direkte händische Arbeiten angenehmer. Und nicht zuletzt kann man natürlich auch eine Entwässerungsart selber definieren und dann einen Filter drauflegen und damit dann die Varianten selber verwalten. Aber ich habe es nicht vorkonfiguriert, sagen wir so. Dann sage ich nochmal Danke für den schönen Vortrag und nochmal einen Applaus. Ja, vielen Dank.